Heute zeige ich euch ein ganz fantastisches Landbrot, was super einfach ist. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich fange jetzt hier einmal an mit Weizenmehl. Das genaue Rezept findet ihr unten unter dem Video. Füge 150 Gramm Roggenvollkornmehl hinzu, dann ein wenig Salz und nun kommt die Zauberzutat und das solltet ihr wirklich mal ausprobieren für diejenigen, die das noch nicht getan haben. Selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Ich verlinke euch oben rechts, wie das geht. Dazu kommt jetzt noch flüssiger Sauerteig. Für diejenigen, die einen festeren haben, schaut mal da unten beim Video steht drinne, wie ihr das dann machen könnt. Jetzt noch ein bisschen Wasser und dann geht das Ganze schon in meinen Mixer hinein. Das knete ich jetzt so lange, bis es schön homogen ist. So, der größte Anteil ist Weizen. Das heißt, ihr könnt es tatsächlich ruhig ein bisschen länger kneten. Alles zu den Mehlen und den Knetzeiten. Das habe ich euch ja letztens schon gezeigt in meinem Mehlvideo. Verlinke ich euch auch nochmal oben rechts. So, und hier ist der fertige Teig. Wenn ich mit Hefewasser und Sauerteig arbeite, packe ich die Teige gerne in ein Glasgefäß. Dann kann ich das besser überwachen, wie so der Teig sich entwickelt und wie er aufgeht. Deckel drauf, stehen lassen bei Zimmertemperatur. Tja, und zwischenzeitlich kann ich schon mal den Topf vorbereiten. In dem backen wir nämlich heute das Brot. Da kommt Backpapier rein. Am besten ist es sogar, wenn ihr das Backpapier befeuchtet, also richtig nass macht unter dem Hahn, dann lässt es sich noch mal besser formen. Ich bereite es mir einfach so vor, dass ich schon weiß, okay, so groß darf das Brot dann später sein, wenn ich das rausnehme. Deswegen drücke ich das so ein bisschen. Hier könnt ihr es erkennen. Genau, diese Größe darf es sein. So, und wenn dann der Teig soweit ist, dann mache ich jetzt noch ein bisschen Stretch and Fold. Eigentlich macht man das während des Aufgehens. Tatsächlich habe ich an dem Tag das ein bisschen verpennt, weil ich so viel Spaß mit der Familie hatte. Wir hatten endlich mal wieder ein bisschen Zeit füreinander. Und das war mir tatsächlich sehr wichtig. Das Brot wird trotzdem super. Das werdet ihr gleich noch sehen. So, ich packe jetzt hier die Reste, die am Deckel kleben, auch noch mit dazu. Wenn ihr den Teigschaber nehmt, also eure Teigkarte, klappt das richtig gut, auch bei klebrigen Teigen, was ja tatsächlich der Fall ist, wenn ihr mit Roggenteig arbeitet. Übrigens, wenn ihr Roggenmehl verwendet und keinen Roggensauerteig da habt, das ist komplett egal. Das funktioniert auch so. Ich habe da Dinkelsauerteig hineingepackt. Es ist nur wichtig, wenn ihr Gebäck mit Roggenmehl habt, also Brot, Brötchen, Baguette, dass ihr überhaupt einen Sauerteig habt, aufgrund der Enzyme des Roggenmehls. So, dann habe ich jetzt hier ein bisschen Wasser und mache jetzt Stretch und Fold. Wie gesagt, besser beim Aufgehen. Ansonsten mache ich das jetzt hier kurz bevor das Brot noch reingeht, ein bisschen, so wie ich das Gefühl habe, dass es dann ganz gut ist. Dieses Strecken und Falten bewirkt, dass Luft zwischen die Teigschichten kommt und dadurch hat das Brot dann später im Ofen nochmal einen besseren Ofentrieb und geht nochmal schöner auf. So, hier nochmal ein letztes Mal, bevor es dann soweit ist. Hier, da könnt ihr schon erkennen, die Struktur ist schon wesentlich schöner geworden. Zwischenzeitlich nehme ich den Topf mit Deckel ohne Backpapier und heize den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor, inklusive Topf und Deckel. Das ist ganz wichtig. Das muss richtig schön heiß sein. Und dann geht nämlich das Brot in diesen heißen Topf mit dem Backpapier rein, Deckel drauf, dann ab in den Ofen. Und durch dieses geschlossene System bekommt er nochmal diese Feuchtigkeit vom Brot und hat nochmal eine ganz tolle Konsistenz. Gerade für Anfänger sehr gut geeignet. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Besser ist hier vielleicht sogar noch ein Römertopf. Jeder andere Edelstahltopf ohne Plastik irgendwo dran reicht natürlich auch vollkommen. So, ich gebe jetzt hier meinen Teig direkt drauf. Ihr müsst Stretch und Fold nicht machen. Ihr könnt den auch einfach so drauf geben, zack, ab. Vielleicht nochmal ein, zweimal einschneiden und ab in den Topf. Das ist jetzt tatsächlich optional gewesen. Alternativ könnt ihr ihn natürlich auch in eine Kastenform stecken oder ohne Topf backen. Funktioniert auch alles, aber ich wollte die Topfvariante zeigen. Ich fasse den dann so an den gegenüberliegenden Ecken zusammen, packe den in den heißen Topf
Und passt da bitte wirklich auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Mir ist das wirklich schon einige Male gegangen, dass ich den Deckel angefasst habe, so im Tran. So, und so sieht das Brot aus. 15 bis 20 Minuten mit und 15 bis 20 Minuten ohne Deckel. Danach lasse ich es gut auskühlen und dadurch, dass ich die Endgare ein bisschen kurz gehalten habe, hat er bei mir jetzt ziemlich große Lufteinschlüsse. Das ist aber das Einzige. Das Brot schmeckt sehr lecker. Hier gibt es noch ein paar weitere Rezepte und am Ende seht ihr jetzt nochmal das Rezept eingeblendet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Eure Emma.